Das ist das Bild, die zwei Figuren. Das wurde von Willy Baumeister 1920 gemalt. Willy Baumeister ist 1889 in Stuttgart geboren und er war Maler und auch Grafiker. Also ich bin Mathilde. Und ich bin Theodora. Und wir sind heute in dem Depot von der Nationalgalerie. Und es rauscht hier so wegen der Klimaanlage. Ich arbeite heute wie Willy Baumeister und dafür werde ich Acrylfarbe benutzen und Tonpapier werde ich auch verwenden und Pappe. Dann noch Heißkleber und Gips werde ich auch benutzen und den werde ich mir dann auch selber anrühren. Und das Ziel ist es, dass es dann auch ein bisschen dreidimensional ist und dafür verwende ich auch so kleine Boxen. Ich glaube, es ist auch wieder auf einer Leinwand und das ist mit Kreide irgendwie. Ölkreide, glaube ich. Und die sind, glaube ich, aus Holz, die Erhebungen auf dem Bild. Weil zum Beispiel da oben ist so eine Art Holzplatte, glaube ich, so eine kleine Holzplatte und die sticht dann halt heraus. Also ich finde das Besondere, sage ich mal, an dem Bild, dass man es irgendwie gar nicht identifizieren kann. Also ich sehe jetzt das Bild und habe überhaupt keine Ahnung, was es darstellen soll. Aber mich erinnert das auch ein bisschen an die Kegel beim Bowling. Ein Kegel erinnert manchmal an einen Menschen von der Form. Also es könnten dann irgendwie zwei Menschen sein. Also so, da ist der Kopf, dann ist da das Kleid oder das T-Shirt und dann das Becken und die Beine. Und da ist das Gleiche auch so. Und jetzt werde ich das mit diesem Spachtel auf die Pappe geben und es dann so verstreichen. Diese roten Boxen, sage ich mal, die werde ich später festkleben mit Heißkleber. Hab mir die jetzt aber schon so hingelegt, wie die dann später festgeklebt werden sollen. Also ich glaube, dass das hier eine Frau ist und das ein Mann. Also die Farbe, die da sozusagen das Hemd ist, ist auch die, wo das Becken da bei dem anderen ist. Also ich finde, es gibt nicht so viele Farben, die so richtig auffällig sind, weil es gibt zwar Pink und Blau, aber die mehr gibt es jetzt nicht richtig, sondern eher nur noch so Braun- und Grüntöne. Da außen, da ist es ja auch so noch so ein cremiges Weiß daneben dem Rosa. Also da ist es vielleicht ein bisschen Babyrosa, aber da finde ich es ein bisschen rauer, das Rosa. Aber es ist ja noch rot in dem Bild ein bisschen, weil bei dem Grau-Rosa gibt es ja auch so eine rote Strichelinie. Das mache ich dann hier so, also ritze ich das rein, was ich später anmalen will. Ich finde, die Leinwand sieht so aus, als hätte sie halt schon irgendwie, also als wäre da erstens mal ein anderes Bild drauf gewesen und dann wäre es so ein bisschen schlecht übermalt worden, also an manchen Stellen. Und irgendwie, dass es die schon ein bisschen älter ist, also dass sie schon richtig lange rumgelegen hat irgendwo. Und dass da unten, da ist so ein brauner kleiner Fleck und der erinnert mich ein bisschen an so, wenn so Kaffee drüber gelaufen ist oder so. Also ich glaube, die sind verheiratet, aber momentan streiten sie sich. Und dann versucht der Mann irgendwie die Frau zu ärgern. Also die Frau muss, glaube ich, immer den Haushalt machen. Und dann kippt er mit Absicht irgendwie Kaffee auf den Teppich oder so. Irgendwie glaube ich, dass der mit dem blauen Kopf irgendwie richtig wenig Respekt vor der anderen hat. Ich finde, die Figuren sehen aber irgendwie leblos aus. Ich finde, sie machen nicht so viel. Ja, also ich finde es schön, aber ich glaube, ich würde es so nicht in mein Zimmer hängen. Thank you.
Ich habe mit Gips gearbeitet und auch mit Acrylfarbe und Pappe. Also darauf habe ich es nämlich gemacht. Dann noch mit Heißkleber. Ich habe auch noch mit so einem Papier, also Tonpapier gearbeitet. Und ich habe für die Verstreichung der Farbe Watte verwendet. Und das Ziel ist es, dass es dann auch ein bisschen dreidimensional ist. Und dafür verwende ich auch so kleine Boxen.